Rein da. Bei Kevin Westphal und Daniel Brückmann hängt. Sekunde. Kurz auf Dingens wechseln. Der Bass-Segen gewaltig schief. Das ist mit Emotion! Es ist mir scheißegal! Was jetzt? Ich will hier sehen vor Jahren. Bei Kevin Westphal und Daniel Brückmann hängt der Bass-Segen gewaltig schief. Das ist mit Emotion! Es ist mir scheißegal! Ich will hier fechten. Mit einer außergewöhnlichen Therapiemethode und zwei sehr außergewöhnlichen Gegenspielern. Das ist Ihr Tauschgamer. Papa Platte. Versucht High-Elo-Berater Sparkassen-Henno, ja, ihr Verhältnis wieder ins Reine zu bringen. Wird ihm der Carry erneut gelingen? Das vor zwei Jahren verhalf Sparkassen-Henno Kevin Westphal und Daniel Brückmann zur Flucht aus den Tiefen des League of Legends Duo Q Ranked Modus. Eine ganze Zeit lang sah es rosig aus für die beiden Silber 3 Botlaner. Doch durch Differenzen im Alltag litt der Ingame-Rang. Aus wie Scheiße hier. Du siehst aus wie Scheiße. Es sieht aus wie Scheiße. Nee, komm, hier, fick dich. Ich wollte Zero. Hier. Zero. Gib mir die Pizza wieder, sonst mache ich ihn lang. Ich mache ihn lang. Ich mache den Kopf, reiß ihn ab. Ihr denkt jetzt, das wäre gestellt, aber ich kenne die beiden hinter den Kulissen. Ja, ihr denkt, das wäre nicht echt. Ah, falsch gedacht. Ganz falsch gedacht. Herdin. Ja. Und durch den ausbleibenden Erfolg im Spiel eskalierten auch die Beziehungsprobleme der beiden. Nee, mir reicht's. Bist du bescheuert? Ich halte von ihm aus mit deinem... Nee, sag's doch. Trau dich doch. Yumi! Yumi! Immer Yumi! 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 So geil. Während der Aufnahme einfach Brückis Bart gewachsen ist. Das ist so geil. Das ist so geil. Oh Mann. Ein Teufelskreis. Die beiden haben sich auseinandergecued. Ja, momentan ist einfach alles. Ist alles scheiße, ne? Einfach, es funktioniert nichts mehr, es geht nichts mehr, es ist einfach schrecklich. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Es geht nicht. Deswegen habe ich jetzt auch den Sparkassen-Henno gerufen, weil der fixt nämlich Sachen. Dem High-Elo-Berater Sparkassen-Henno ist kein Fall zu Hardstuck. Wird er es schaffen, aus Kevin und Bröki wieder Soulmates zu machen? Egal, ob einige hoffnungslose Fälle aus der Elo-Hölle oder gar ganze Vereine. Für mich ist kein Fall zu knifflig. Mich hat die Tage ein Anruf von meinem guten alten Freund Herrn Kevin Westphal erreicht. Schauen wir mal, was ihm auf dem Heart of Gold liegt. Dieser Warpitz, Alter. Ich muss sagen, das ist eine der geilsten Werbungen. Dieses Sparkassen-Henno-Ding mit der Location, die sie gedreht haben, den Charakteren, die sie spielen, die Ideen, der Kreativität dahinter. Sehr geile Werbung. Sehr geile Werbung. Sehr geiles Format. Das Format ist einfach geil und da ist halt ein Partner mit drauf. Okay. Easy. Sehr cooles Ding. Ja, das kann ich. Seit dem letzten Besuch von Sparkassen-Henno hat sich einiges getan. Egal. Bis zum Win steht ihm noch ein steiniger Weg bevor. Ach, Herr Sparkassen-Henno. Herr Westphal, schön. Ja. Also jetzt erstmal, was ist denn das? Die Matte müssen Sie mal in Ordnung bringen. So, ja. Hallöchen, darf ich reinkommen? Hallo. Ja, sicherlich. Schauen Sie sich das Elend mal hier. Ja, schön, also, haben Sie es immer noch hier. Wie eine Lampe ist... Ja, Lampe, Tom. So. Ja. Ah, ja. Ja. Was macht Brögi da? Die Chips liegen immer noch gut rum, ja? Da sitzt okay. Die dumme Sau. Ja. Hier, mach mal zu. So. Nun gut, dann sind wir ja jetzt da. Schön. Jetzt erzählen Sie mir doch mal, wo drücken denn die Beinschienen des Berserkers? Der Brückmann hier, der kommentiert mich nur rum. Ne? Kevin, geh mal einkaufen. Kevin, nimm mal hier die Füße von der Tastatur. Kevin, spiel mal keine Yumi. Aber ich habe auch einfach recht. Es läuft ja auch nirgends mehr. In der Kluft auch nicht mehr. Was soll denn das? Hör doch auf, gute Games, gute Stimme. Nee, ist nur bester Content seit über zwei Jahren. Ganz viel Liebe, mein bester Kleiner als drei. Ist doch blöd. So, ich will hier weg. Muss man mal sagen. Ich will hier weg. Er will dich scheiden lassen, Kevin. Verflixte siebte Season, nicht wahr? Das machen eben 7 Jahre Low Elo mit einer solchen Beziehung. Aber alte Synergie rostet nicht. Oder wenig. Verstehen, was ich meine.
Ich krieg die beiden wieder auf eine Länge gedrückt, ist doch klar. Schöne Blumen. Sie brauchen Abstand. Einfach mal zwanglos und auch vollkommen ohne schlechtes Gewissen auf anderen Lanes gänken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und dafür habe ich natürlich eine eigens konzipierte, selbstständig entwickelte Therapiemethode für zwei Vollblüter, wie Sie jetzt sind, will ich mal sagen. Der Gamertausch. Gamertausch? Jetzt, komm, sag du. Jetzt reicht. Na, der feine Herr, auch der feine Herr kann doch mal reden. Mal du hast ihn mal. Ja auch rangeholt. Hör mal! Mach dein Maul auf und rede du doch! Jetzt, du, Mann, du, ja. Du hast das letzte Mal so gut auf meinen kleinen Träumen aufgepasst. Wie wäre es mit nochmal? Der Gamertausch. Sie, Herr Westphal, werden eine Woche in die andere Gamer-WG wechseln, während Ihr Tauschgamer hier bei Herrn Brückmann eine Woche wohnen wird. Und dafür habe ich auch schon zufälligerweise zwei Gamer gecastet, die perfekt auf Sie passen. Warum ist der Pizzakarton und noch ein anderer in der Feuerstelle drin? Bruh. Aber die Idee selbst nicht schlecht. Du sollst sehen, was du aneinander hast. Du kriegst einen anderen Support, Duokio-Spieler. Smart. Damit du anfängst, Kevin zu vermissen, Bröki und seine Yumi. Dass sie das beide mitgemacht haben, bruh. Ja, also wir beenden nicht nur die Sätze des anderen, sondern auch die Tower Dive. Ja! Getauscht wird mit Philo. Durch seine Adern fließt Gaming Booster. Er rockt nicht nur den flashigsten Gaming-Drip wie kein zweiter, sondern auch die Botlane. Er rockt nicht nur den flashigsten Gaming-Drip. Was ist das in seiner Hand? Wie kein. War das so ein. Was ist das? So, damit die Hände. So ein, wie so ein Stressball oder wie? Zweiter, sondern auch die Botlane. Mann! Er lebt zusammen mit seinem Soulmate Papa Platte. Die beiden sind eingefleischte Tryhards. Hunger, Hunger. Oh mein Gott, diese Aufnahme ist einfach goated. Das ist ja so geil. Das ist ja so ein geiler Sub-Emote oder was auch immer. Was ist das denn? Eingefleischte Tryhards. Hunger, Hunger. Oh, no. Oh nein, 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 nein. Aber nein, oh nein, oh nein. Oh, ich kann das nicht mehr gucken jetzt. Och, Digga. Na, Mann. Danke für den Buff, Bro. Nee, also wir sind jetzt nicht Standard. Der hat während das einfach eine Aufnahme laufen, kann das sein? Look at this monitor, look at this. Der hat einfach eine Aufnahme gehabt. Nee, also wir sind jetzt nicht sonderlich nervös. Aufgeregt? Nee, aufgeregt sind wir nicht. Nee, wir haben nur keinen Bock. Kein Bock. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Die beiden Tauschgamer packen ihre Sachen und machen sich auf den Weg zu ihrer neuen WG auf Zeit. Sie diven in ein komplett neues Leben. Enjoy the stream, sehr danke, dass du. Doch zuerst dürfen sie ihr neues Zuhause auf eigene Faust erkunden. Kevin ist schon ganz aufgeregt, seinen neuen Duo Q-Mate auf Zeit kennenzulernen. Wenn dein PC da drin ist, pass auf, Bro! Na dann mal rein in die gute Stube. Ui. Kevin stolpert in einen feuchten Gamertraum aus funkelndem Rot, Grün und Blau. Das ist ein Papalapaps Zimmer. Noobs verboten. Bin ja kein Noob. Lass mal erstmal. Wie auf Twitch? Aber wie das leuchtet? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ist hier alles? So. Hä? Runterkommen, dein Tararem. Was ist da für ein Buchstabe? Terra. Ja. Ra. Kann ich nicht lesen. Ist heute noch so auch nicht jetzt hier. Was. Deine Battle-Station. Da, ja. Oh. Ein wahres Feuerwerk für den Sehsinn. Heftig. Hier leuchtet alles. Ja. Für Herrn Westphal ist das natürlich eine gänzlich neue Situation. Vollkommen ungewohnt. In seine ersten LCK-Season bei Fakers Eltern untergekommen. Ist er nur 26?
Der fühlt sich quasi 26? Wie so ein Tarm-Kensch auf dem Trockenen. Aber ich sage ihm, so eine Situation, so ein Rollswap kann wahre Wunder bewirken. Und da kommt auch schon Brückis Tauschmäd Philo angeflitzt. Der, was ist das denn hier? Baustelle oder was? Digga! Nee, meine Sambas! Oh Mann. Schon Downgrade, die Wohnung, ne? Schon Downgrade. Die ruppig-rustikale Einrichtung scheint Philos ausgefeilten Sinn für Interieur nicht ganz zu überzeugen. Home is where your Nexus is. Fucking Nerds, Alter. So, was ist hier los? Freunde, hier geht eine Lampe nicht, ne? Was? Boah. Tschüss. Was ist hier gestorben? Nee, ey. Ey. Guck mal. Das ist halt nicht mehr witzig jetzt. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo es nicht mehr witzig ist. Schmackofatz? Aber noch ist keine Pizza wirklich alt. Also noch ist nichts am Bio-Projekt für die Schule werden. Dauert noch ein paar Wochen. Bisschen noch Zeit. Bisschen. Kann man noch, die ist noch gut, Chat. Die ist noch gut, die kann man noch essen. Die Chips sind auch noch gut, kann man auch essen. Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Doch, das ist noch gut. Das ist noch voll gut. Look, das sieht noch voll okay aus. Das ist einfach Käse, das ist ja kein Schimmel. Kalte Pizza ist auch lecker. Ja, nicht so wählerisch sein, mal Philo, ne? Auch mal essen. Nein. Also so wie es hier aussieht, müssten die auf jeden Fall Challenger sein. Wie leben die denn? Das sind die! Das sind die! Ja, boah, die kann ich riechen durchs Bild. Das ist kranker Scheiß hier. Das ist kranker Schweinkram. Erster Eindruck? Es ist gar nicht. Also sind wir mal ehrlich, das ist es gar nicht. Es ist alles muffig, hier ist Schimmel überall und ich habe noch nicht eine Flicker-Free RGB-LED gesehen. Das ist für mich ein absoluter Red Flag bis jetzt. Was? Filler-G, RGB, was? Und ich habe noch nicht eine Flicker-Free RGB-LED gesehen. Das ist für mich ein absoluter... Eine Flicker-Free RGB-LED, alles klar. Absoluter Red Flag bis jetzt. Ja, das wäre für mich auch eine Red Flag. Direkt abbrechen. Schluckschmaus. Pizza Pepperoni, guck mal. Was ist das? Das ist ja... Was haben wir hier? Ist euch mal aufgefallen, und dann aber auch bei den Stream Awards, aber wir League of Legends Gamer werden richtig disgusting dargestellt. So, Fred und ich hatten eine Milliarde geile Kacke zusammen. Mit Miracle Runs, LEC-Finale, Red Bull-Dinger und alles mögliche. Und wir werden als Duopaar eingesendet und die zeigen einen Clip von uns mit Amurant mit ihren Beinen. Und also, oder halt, dass wir immer nur Nerds sind und so. Und jetzt der Clip hier auch. Also es wird ein Bild von uns gecraftet in der öffentlichen Meinung, das uns nicht wirklich reflektiert. Ne? In einigen Belängen schon, in anderen kein bisschen. Ihr habt ja meine Wohnung gesehen, da lag nirgends Essen rum. Ja, that's just facts. Für die Gamer Gains, dreimal täglich. Ist doch. Schon ein bisschen wirre Darstellung hier. Was macht er da? Digga. Bio ist für mich Abfall. Das. Boah. So. Hat er diesen kleinen Zettel mitgegessen und dann, ach, er legt den Abfall auch zurück? Das ist doch einfach nur, what is this? Außerdem Chat, mal kurz in den Chat reinschreiben, was eure Lieblingsapfelsorte. Und wer jetzt nicht Pink Lady schreibt, ist lost, by the way. Pink Lady ist goated. Jona Gold, was für Jona Gold? Granny Smith, die sind nicht bad. Jona Gold soll lecker sein? Kenn ich nicht. Grüner Apfel, gar kein Apfel. Nee, mein Apfel ist mega goated. Selbst angebaut, okay, das ist natürlich strong. Aus deiner eigenen Marke nehme ich. Elster, soll ich mal probieren? Okay, mache ich. Bio ist für mich Abfall. Das. Boah. Was, what the fuck? Boah, was ein heftiges Bad, ey. Hier auch alles mit Bling Bling und so. Wie viel Arbeit reingegangen muss, die Kacke einzurichten? Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Das muss ja so ein teures Projekt sein mit der Sparkasse. LED. Krass. Was ist hier für ein Arsch? Jo, das ist wirklich für ein... Oder eher so. Ja, wo kriegt man sowas Arsch her? Ja, was machst du jetzt, Kevin? Das ist doch Jumi, das ist doch... Jumi. Das ist doch... Dieses Bröki im Hintergrund ist so geil. Digga. Das ist der Keller hier, oder was? Auf jeden Fall kein Zockerkeller hier.
Digga. Digga. Deine Höllenmaschine. Ja. Also es stinkt auf jeden Fall wie die Hölle hier. Guck mal, warum. Altes League of Legends Meme, ne? Ja, mit dem Ham, auch der, wirklich nicht mehr witzig. Was ist das hier? Altes Meme. Frog and Crapper. Grüße gehen raus. Die ist noch gut. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht so Bock. Also ich meine es auch ernst, ne? Ist Explain echt, the Meme. Oh, es gab damals so einen Clip, wo Frog und Crapper die Server hacken und sie hacken sie, indem sie halt Ham in das, also in das Laufwerk reinlegen. Das alles. New Ultra Extreme Version. No! Dann machen sie halt, sie haben halt so Essen dabei und das legen sie halt dann in das Laufwerk rein, basically. And Scumbag Crepo hacking the auch mittlerweile 8 Jahre her, oder 10 oder so. Into the machine. Shocking! I thought better of them. Old school boys. Eklig. Und also, ich fühle mich auch irgendwie nicht so ganz wohl in diesem Etablissement hier, ne? Ich will nicht das machen. Ich schwör sogar, ich will nicht machen. Ich geh. Nee, komm, lass mal. Die meisten Leute glauben, dass der Jungle immer grüner ist auf der anderen Seite der Map. Und wenn sie dann... Sparkasse Nano 25 war 1997 koreanischer Meister im Poetry Slam. Dann die Lane swappen, merken sie ganz schnell, aha, in der eigenen Base ist es noch immer am schönsten. Look, don't touch. Touch steht da. Ah, okay. Die Tauschgamer hatten Zeit, sich allein in ihrem neuen Zuhause einzufinden. Jetzt lernen sie endlich ihre Tauschmates kennen. Ach, Herr Westphal! Das ist ja klasse. Ja. Schön. Ja, hallo. Wie sehen Sie aus? Ach, danke. Das ist Ihr Tauschgamer. Darf ich vorstellen? Der hat richtig Bock, Alter. Papa Platte. Der ist auch ein Kevin. Wie Sie. Ne? Ja, ich bin auch Kevin. Wow. Die Bad Boys brauche ich noch für die Kluft. Okay, sorry. Okay, wenn das ein Chat nicht regelmäßig spammt, wenn er League spielt, weiß ich ja auch nicht. Wenn er irgendein Missplay macht, irgendeinen guten Play, also dein Chat muss ja unerträglich sein in der Situation dann, no? Also, weiß ich nicht, ob er dann noch spielen kann, honestly. For real, no joke. Ja, dann, weiß nicht. Doch, er spielt manchmal League Chat. Und bei manchen Modus stell dich doch einmal vor. Trust. Ja, also, ich bin der Kevin. Ich spiele auch gerne mal eine Runde League of Legends und so was. Und vor allem Yumi. Cringe, Bro. Aber ja, wir brauchen gerade einen Support. Ich denke, ja, ist ganz okay. Ja, okay. Ja, noch sind die beiden nicht gerade auf einer Wavelänge, nicht wahr? Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Mein Tauschmate, den da hinten. Hör mir auf. Wenn das Leben einem... Lieber 2 Wochen Wildnis als noch einen Tag länger mit Kevin. Bruh. Der arme Kevin mit Kevin. Randoms gibt, mach die Mates draus. Dann würde ich einmal vorschlagen, dass wir gemeinsam eine Partie League of Legends in der Kluft spielen. Ja. Vielleicht unterstützt das das gemeinsame Kennenlernen, ja? Ein bisschen Chemie aufbauen. Ina ist ja ihre Bude, ne? Ah, Lattensepp, ja. Während sich Kevin und Papa Platte beschnuppern, was lernt stand da drunter? Ah, and then again? Lattensepp, ja. Während and sich then Kevin you're out. Ah, okay. Und Papa Platte beschnuppern, lernt Philo in Spandau endlich seinen neuen Tauschmate kennen. Das ist doch gar nicht Spandau. Ach Mensch, du bist bestimmt der Tauschgamer, oder? Ja. Womit brüke ich immer in den O-Merch eigentlich an? Was wird hier geframed? Kevin hat die ganze Zeit Spandau-Merch an? Also Vorderfahrer Kevin, nicht Papa Platte Kevin. Und jetzt hat er wieder den schwarzen Hoodie angehabt, sofort den weißen an. Wir werden hier richtig geframed, Alter. Was geht? Hi. Hallo, ich bin Brücki. Philo, hi. Hallo, ja. Philo? Philo, ja. Ich habe mich hier gerade schon mal umgeguckt. Ihr habt auf jeden Fall eine Bude, ja. Ne? Und, ja. Ist, ja, erster Eindruck, high-gerankte Oberzicke. Du zitterst ja auch schon, merke ich, ne? Nee, also... Du brauchst mal ein bisschen eine kleine kräftigende Mahlzeit, würde ich sagen. Mir ist hier nicht so nach Essen, wenn ich ehrlich bin. Komm mal mit, ich zeig dir mal die Küche. Nee, komm mal ruhig mal mit, komm eigentlich. Mal ruhig mal. Ich hab komm mal ruhig nicht mal so Hunger eigentlich. Komm mal, wir finden was für dich. Okay. Ne? Ich hätte die Pizza Philo bekommt Brökis Gastfreundschaft direkt mit voller Härte zu spüren. Was darf's denn sein? Ich hab hier da Leberwurst oder Schinkenwurst. Nee. Ich weiß, was du brauchst. Ja, hier. Erdbeerkäse. Was für ein Ding? Es gibt Erdbeerkäse? Erdbeerkäse. Aber warum gibt's denn Erdbeerkäse? Was ist das? Das klingt disgusting.
Ich kenne eine andere Art Kind. Nee, was ist das? Das ist ein Frauentausch-Meme. Kann man das im Stream googeln oder ist es gefährlich zu googeln? Darf man das googeln? Kann man das googeln, Chat, oder ist es gefährlich? Kann man googeln? Ist safe? Wirklich? Schwört ihr? Ihr wollt jetzt nicht gebannt werden, ihr braucht mich noch, vielleicht. Darf man es wirklich googeln? Exquisiter Creation Erdbeerkäse. Aber da steht nur Erdbeere mit sorgfältig ausgewählten Erdbeeren. Und sie bestreicht dann quasi das Brot. Also sie macht kein Brot mit Erdbeeren und Käse, sie macht dann wirklich Erdbeerkäse oder was? Wait, das ist die Kreation? Das ist die Kreation? Guck das Video, okay. Aber es geht mir zu lang. Gibt es irgendeinen Nadine the Brain? Krasse Ernährungstipps. Ausländisches Essen. Gibt es einen Timestamp? Zum Beispiel Ent oder Hase kommen nicht auf meinen Tisch. Noch krassere Ernährungstipps. Sind dick wegen dem ganzen Zucker. Ach, deswegen sind diese ganzen Öko-Leute immer so dick und so Typen wie Jumbo Schreiner so schlank. Jetzt macht alles Sinn. Okay, und was ist mit dem ganzen Fett, was üblicherweise in Wurst ist? Ist das nicht total ungesund? Ja, erstmal dann. Keine Reaktion, ich habe auf das erste Video geklickt. Was denn das echte? Das ist 40 Minuten lang, Bruder. Das geht mir zu lang. Ja, scheiß drauf. Okay, sie hat ein Erdbeeren mit Käse gegessen. Das ist halt ein Meme an sie. Okay, I got it. Ich muss aber sagen, das finde ich hier geil, weil obviously hier wird halt kein, also hier mit Bröki, Kevin und Philo wird halt keiner wirklich exploited, während man bei Frauentausch und so sich nicht sichern kann, ob die Leute einfach ja, vor die Kamera gestellt werden und das spielen und ob sie wirklich so sind und ob dann einfach sich über den Dorfidioten quasi lustig gemacht wird. Weil die sind ja offensichtlich alle dabei, Charaktere zu spielen, außer vielleicht Brücki. Sehr gesund. Ja, Elo geht durch den Magen, das sage ich mal wieder. Schön, dass der Herr Brückmann hier etwas von der allerersten Beratung noch behalten hat und dieses Wissen jetzt weitergibt an den Herrn Philo. Komm mal her. Nee, alles gut. Doch. Alles gut. Hier. Alles gut. Flugzeug, komm. Nee, wirklich nicht. Komm. Ich hab wirklich nicht so. Hör mal auf, bitte. Ist sehr lecker. Ich möchte nicht. Ist doch jetzt, bitte. Nein, guck mal, ey. Ist doch, bitte. Ist doch lecker. Nein, guck mal, ich kann das nicht essen. Ist doch, es ist sehr lecker. Ah. Wie geht's dir heute? Zurück im Gamerhaus von Papa Platte versucht Sparkassen-Henno das Eis zwischen den Tauschgamern zu brechen. Hier zocken wir ein bisschen RGB. Oh, wie du 3 Minuten? Okay, komm. Ihr ist jetzt alle die ganze Zeit spammt. Hier wird nur deutsch und frisch gekocht. Gutes Video. Needs more Pixel. Das ist gekochter Schinken. Das ist Teewurst. Das ist Leberwurst. Das ist Salami. Das ist Schinkenwurst. Das ist Erdbeerkäse. In Wurst sind Vitamine drin. In Leberwurst. In Schinkenwurst. Und Erdbeerkäse. Für mich ist wichtig, gesundes Essen, frisches Essen, weil es gesund ist. Für meine Kinder kann auch schmauselos sein. Die Leute, die was sein für die Kinder? Für meine Kinder kann was sein? Frisches Essen, weil es gesund ist. Wassermelone? Für meine Kinder kann auch mal Wassermelone sein? Meine Kinder kann auch schmauselos sein. Wassermelone sein? Aus der Dose sein? Ach so. Für die Kinder kann es auch mal aus der Dose sein. Na gut. Dose ist ja nicht unbedingt ungesund, ne? Also ja, verstanden. Leute, die was Bio essen, sind dick wegen dem ganzen Zucker. Wurst und Brot haben... Warte, Bio ist schlecht wegen Zucker? Leute, die was Bio essen, sind dick wegen dem ganzen Zucker. Wurst und Brot haben keinen Zucker, deswegen mache ich es auch nicht dick. Möchtest du eine Kinderschokolade? Ja. Das ist gut für dich, das ist gesund. Kindermilch ist da drin. Ich habe keinen Bock mehr auf die doofe Ziege. Ja, die Frage ist halt, wie viel davon mussten sie sagen, wie viel davon ist echt, Chat? Oh, what? LCK geht an. T1 gegen Fox. In 10 Minuten. Oh. Die haben das Game also pre-recorded, wie ich, das ist genau, was wir gebracht haben, ne? Die haben das Game pre-recorded und spielen das jetzt aus. Die spielen das jetzt aus. Weil die haben, damit sie nicht gedidos werden die ganze Zeit. Das Game ist, okay, wir schalten absolut natürlich so. Wir gucken das Video zu Ende natürlich, Chat, aber ich... Lass mir jetzt nicht T-Bone Game 2 entgehen, vielleicht haben wir noch Game 3. Wo sind wir gerade bei der Gamertausch? Noch leider 15 Minuten plus meine Pausen. Also das schaffen wir nicht in 10. Ich glaube, wir gucken einfach kurz weiter, though. Und T-Bone versus Fox, Anwesenheitspflicht. Weil ich könnte die Mods auch einen DDoS-Command erstellen oder eine Nachricht anpinnen, damit Leute nicht die ganze Zeit nachfragen müssen.
was Sache ist. Ich glaube, wir gucken jetzt noch 10 Minuten wahrscheinlich weiter und dann muss Trax am Ende zusammencutten. Muss jetzt so oder so. Aber ihr seid actually, jetzt sind Leute ja anwesend, die gar nicht anwesend waren normalerweise. Das, zählt das jetzt nochmal? Ein zweites Mal Anwesenheitspflicht? Wait, das ist ja komplett crazy. Das ist ja komplett crazy. Das ist ja komplett crazy. Wenn wir es nochmal 10 lassen würden. Naja, kurzer Roundup für alle, die jetzt das erste Mal dabei sind. Vielleicht nochmal für alle wichtig, die das zum ersten Mal gehört haben. Und zwar, die LCK findet jetzt erneut statt. Und zwar um basically ja, Mittagszeit. Timon hat schon einen Win geholt. Und einige Hacker haben das Game gefangen genommen, gedidost. Und dafür gesorgt, dass die LCK nicht ausgespielt werden kann. Die wollten Lösegeld haben für das Spiel. Und das haben sie nicht erhalten. Die LCK hat nicht gezahlt. Deswegen wurde das Game jetzt pre-recorded. Und wird erst jetzt später ausgestrahlt. Das Game war schon, wir wissen aber nicht das Ergebnis. Es wird jetzt gleich ausgetragen. Und ja, vielleicht haben wir noch Game 2, Game 3, Game 1 wird mit sehr vielen Pausen absolviert. Wir hatten am Samstag, nee, am Sonntag ein Best of 3, das 7 Stunden ging. Heute das erste Game zwischen Fox und Timon ging 3 Stunden wegen der DDoS-Angriffe. Aufgrund der DDoS-Angriffe. Und ja, hoffentlich klappt das jetzt alles. Hoffentlich kann das Game so übertragen werden. Und ich habe am Ende wird der LCK-Broadcaster gedidost oder so. Also wird ein Banger. Anwesenheitspflicht, klappe die zweite. Super. 7 Minuten, bis los geht's. Hey, zwei Spiele, das hier ist dein Platz. Jo. Anwesenheit. Hier wird dann immer gedaddelt, ja? Was machst du? Ja, ich wollte dich enden direkt, dass wir zocken können. Warum? Vorbereitung. 10-Step Pre-Game Preparation. Was wird das hier? Steh auf, komm, vorbereiten. Also ich sag ehrlich, alles unter 60% Winrate ist für mich absoluter Schmutz. Boah, da ist ja Stärke drauf. Da kann ich gar nicht durchkicken. Das ja, steht ihn doch. Ich sehe nicht. Yo, Psycho Ellie. Was geht ab? Wie hat er ihn genannt? Power of Evil heißt Psycho L? Den doch. Was? Ich sehe nicht. Yo, Psycho Ellie. Was geht ab? Ich kann es nicht lesen. Was steht da, Chat? Psycho Aim. Nee. Das ist ein Y hier am Ende. Psycho Andy 69. Ach so, Andy. Oh. Sehen Sie, Synchronität in reinster Form. Integrieren sich. Los, 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 machen Sie auch. Yo. Was ist falsch mit dir, Mann? Digga, Alter, chill mal. Komm her, Bro. Let's do this. Alter. Der Internet muss leiden. Sieg oder Tod! Sieg oder Tod! Sieg oder Tod! Sieg oder Tod, wer intet muss leiden. Das ist auch wieder ein Banger Sound Alert. Ja, das sind natürlich hier andere Seiten, die aufgezogen werden. Eine sehr spezielle, wenn nicht sogar deutlich herausforderndere Dynamik, als die, die Herr Westphal zu Hause gewohnt ist. Selbst für seine Verhältnisse. Aber auch das kann er lernen. Ich sag ja immer, andere Voice-Chats, andere Sitten. Bereitet euch vor, ich komme jetzt gleich runter. Ich krieg ein Bordlane. Ja, komm mal. Du bist. Go, 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 go. Kevin, was hast du gemacht? Was hast du, Mann, bist du. Du. Lassen Sie den. Ja, ich komme. So, dann überlebt. Das kann doch nicht sein. Also, als ich gehört habe, dass der Jungi spielt, da kam mir auch ehrlich ein bisschen hier die Kotze hoch. Also, kann er nicht mal selber klicken oder was? In diesem Haushalt werden noch richtige Champions gespielt. Punkt. Yeah, let's go, let's go, wir haben jetzt den Teamfight! Durch die Ultimate! Das ist auch ein Meme. Oh, nicht schon wieder. Ist es wieder aufs Frauentausch ein Meme? Kenne ich dann auch nicht. Ist ein Super-Nanny-Meme. Kleine Rotze. Kleine Pfütze. Ich dachte ein anderes Wort mit F. Super-Nanny. Ja, na gut. Kleine Wir sagen, dass das Licht, das auf League of Legends-Spieler geworfen wird, ist komplett realistisch und gar nicht fake. Das ist genau, wie wir sind. 100% wir. Das geht ja nur, aber nur nicht. Mit dem Nexus fallen auch die guten Manieren. Keine bösen Wörter. Bei den Gegnern ist doch Eier.
Ja, der Herr Papa Platte hat sicherlich nicht mehr alle Platings am Tower, ne? Keine Frage. Der ist noch mal ein ganz eigenes Beratungsthema für sich. Aber unter uns gesprochen, wenn Herrn Westphal nicht durch den Typen zurück zu Herrn Brückmann möchte, dann bin ich mit meinem Beratungslatein auch am Ende. Auch in der Kellerkluft herrscht dicke Luft. Nee, du musst hier drücken. Aber hier. Weg, ey. Du musst drücken. Hör bitte auf. Ey, es rankt. Drück du jetzt! Fellow sind Brökis gut gemeinte Ratschläge komplett Wurst. Ja, gut. Scheiß. Brücki locker der anstrengendste Backseat-Gamer in der Rolle. Holy shit. Holy shit. Meine Güte. Easy wipe, drück ja? Doch Q. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Spiel doch! Nein, 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 nein! Meinte Ratschläge, oh nein, komplett ist das Wurst. Geil! Ja, gut. Wie er so subtil auf das scheiß Laufwerk drückt, ist das geil. Oh mein Gott, so mitten im Dialog ist das schön. Scheiße. Easy wipe, ja? Drück doch Q. Spielen! Spiel doch! Ich mach alleine, wirklich. Ist das geil! Der Tag neigt sich dem Ende zu. Mit dem Kopf voll Brück ist mein Lieblingscharakter. Brück ist mein allerliebster Lieblingscharakter aus dem Ding. Irgendwie, er spielt es auch am besten, finde ich. Also, weiß nicht. Also, der Rest muss halt aufgedreht sein oder halt entrüstet. Aber Brück ist halt so, ich weiß nicht, er ist einfach irgendwie, keine Ahnung. Er ist halt irgendwie Brücki in sehr extrem. In sehr, sehr, sehr viel. So ist er ja nicht. So ist er kein bisschen. So ist Brücki kein bisschen. Das ist eine Rolle, aber es ist sehr lustig. Der spannende Eindrücke begibt sich Kevin ins Bett. Schlafen Sie gut, Herr Westphal. Ja. Wenn du auch Küsse ja, auf die Stirn geben müssen, finde ich. Die haben sich jetzt schön eingemummelt. Und jetzt werden wir jetzt gezählt. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Gute Nacht. Alter! Willst du Bäume singen oder was soll die Scheiße? Ich brauch meinen verdammten Skillschlaf, du scheiß Noob! Verpiss dich mal! Alter, fuckst du ab? Oh, Papa, Papa, das angeschrien werden, ist doch geil, Alter. Der arme Kevin in seinem Pyjama. Oh, Bro. Oh mein Gott, ey. Das ist schon ein Banger-Video. Bei den beiden Kevins läuft es nicht im Bett. Nach seinem nächtlichen Umzug muss Kevin nun auf dem Gaming-Stuhl von Pentakills träumen. Tolk and Shirt Tolk in Love. Er hat Stühle, wo sein Name draufsteht. Da steht einfach Lattensepp auf dem Polster drauf. Bruder, what the hell? Cool, dass es sowas gibt. Absurderweise, ich habe mal in Mouseboards in Hamburg bei unserem Gaminghaus habe ich auch auf Stühlen geschlafen. Und zwar, wir hatten Apartment- und Office-System, also du musstest quasi zum Apartment laufen. Und wie war ich halt bis nachts um 3 Uhr Solo gespielt und dann waren meine Screams am nächsten Tag um 11. Da dachte ich mir so, Bruder, lohnt sich nicht mehr nach Hause zu gehen. Jetzt einfach kurz mal im Office schlafen. Da habe ich mir im Reiskocher Eier gemacht. Also wir hatten keine Küche im Office, deswegen habe ich mir dann Eier gemacht im Reiskocher. Und bin dann auf 2 Stühlen da geblieben und habe geschlafen. War überhaupt nicht bequem. War sehr scheiße. Kann ich niemandem empfehlen. Wirklich nicht. Macht das bitte nicht zu Hause nach. Euer Rücken wird euch danken. Macht keine Freude. So, dann machen wir mal hier einen Löffel von Challenger Cherry rein, von Elo ab. Hab ich gehört. Ja, das ist gut für die Konzentration, ja, und für die Augen. Ja, die Südkoreaner auch. Ja, genau. Zack, ein Löffel, bumm, rein. Aha. Zack, dann hier Schluckschmaus. Ja. Ah. Pizza-Pepperoni-Geschmack haben wir hier heute. Mit Nutri-Score Z. Aha, ja. Das knallt. Oh. Da machen wir einen Schluck rein. Ich nehme immer Sucuk Nutella. Bestelle ich mir auch immer auch eine Palette. Schlecht, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So, Deckel drauf. Zack. Ah, Herr Westphal, es gibt Frühstück. Nicht? So. Okay. Muss das jetzt ja, ruhig trinken? Das Frühstück ist ja natürlich deutlich vollmundiger, würde ich sagen. Oh nee. Herr Westphal muss sich erstmal dran gewöhnen. Und muss es ruhig essen? Nein. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich zum Beispiel frühstücke 3-mal täglich. Muss nicht schmecken, muss wirken. Nein, 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 nein. Oh.
Er trinkt das komplett. Papa Platte. Oh mein Gott, Kevin, mach das. Mein Herz macht wie so eine Maschinenpistole. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen Angst. Let's go! Herr Westphal, geht's dir nicht gut? Seien Sie mal offen für Neues. Also, mein Herz! Ja, aber Gameplay kommt ja nicht nur aus dem Herzen, sondern auch aus den Händen. Denken Sie doch mal an Ihre ABM. Langsam habe ich das Gefühl, Sie verweigern sich dem Experiment. Müssen wir vielleicht abbrechen, wenn es Ihnen nicht gut geht? Nichts abbrechen. Der Brückmann, der soll mal gucken, wie er ohne mich klarkommt. Das ist er. Also hier ist viel. Kommst jetzt endlich mal ran, du Kacknoob. Hier ist viel netter. Der Brückmann, der hat bestimmt eine richtig miese Zeit ohne mich. Währenddessen hat Bröki eine richtig... Chat, welcher Kevin ist der bessere Kevin vom schauspielerischen Kevin-Level her? Kevin oder Kevin? Einmal im Chat reinschreiben, so, ne? Kevin oder Kevin? Welcher ist besser vom Schauspieler? Gute Zeit. Frühstück! Kevin, ich hatte auch Kevin. Ich fand auch Kevin. Pizza jetzt schon wieder, oder wie? Ja, gesund und lecker. Wenn ich mal was mit Vitamin, Obst oder sowas. Was ist das hier für dich? Das ist eine Ananas. Da ist ja kein Vitamin mehr drin in der Obst. Wie man sieht, es ist Obst im Haus. Das kenne ich sogar. Das kenne ich sogar. Hast du ein Problem? Strong! Das ist die erste Frauentauschreferenz, die ich verstanden habe. Das ist davor mal diese Nadine mit dem Erdbeerkäse, habe ich nicht gecheckt. Aber das hier, das kenne sogar ich. Das war dieser Dude mit dem Obst im Haus, Dude. Und der dann sauer war. Es wird sich hier nichts dran rütteln. Das war der Typ, ne? Es wird sich nichts dran rütteln, das ist Obst im Haus oder so. Irgendwie so. Haben wir ein Problem? Nee. Glückwunsch zur neuen Wohnung, okay. Herr Nepu-Wiebe. Ey, danke, Mann. Sparkassen-Henno hat etwas zu verkünden. So, stellen Sie sich da doch gern hin. Teil des Gamer-Tauschexperimentes ist es, dass man bei der Tauschfamilie seine eigenen Regeln aufstellen kann. Und Herr Papa Platte, der Kevin, der andere, der hat jetzt etwas an Sie zu verkünden. Ja, genau. Also ich habe jetzt eine Regel mitgebracht. Da geht es vor allem also darum, dass wir uns dann besser auch verstehen und zusammenkommen, zusammen. Und wichtig, also ich sag's mal so gerade raus, die Regel wäre, dass wir netter zueinander sind. Aha. Das wäre die Regel. Junge, halbe Stunde Referat für die Scheiße. Sie müssen alle netter sein. Das kannst du schön in deine fettigen Haare schmieren. Okay. Das kannst du schön in deine fettigen Haare schmieren. Dramatisches Replay. Uiuiuiuiuiuiui. Herr Westphal, was macht das jetzt mit Ihnen? Hm? So mit einem zu sprechen, das geht ja auch nicht schnurlos, spurlos an einem vorbei. So hat der Herr Brückmann bestimmt wahrscheinlich nie mit Ihnen geredet, nee. Oder? Naja, ich weiß nicht, also es war schon nett, jetzt, okay, war okay. Ich sag mal, er wird sich jetzt schon die Regel ja zu Herzen genommen haben, glaube ich, denke ich mal. Also ein Herz zum Beispiel hatte der Brückmann nie gehabt, ja. Ja, wenn Sie meinen. Kevin ist an seinem mentalen Tiefpunkt angekommen. Nun gut. Ob Sparkassen-Henno ihn dort wieder herausbekommt? Auch Philo hat ein paar Regeln für Bröki vorbereitet. Ich habe ein paar Regeln aufgeschrieben. Setz dich gerne mal hin. Würde mich freuen, wenn du die vielleicht annimmst oder so. Also erstmal Regel Nummer 1, Trainingsplan. Ja, dreimal die Woche Voice-Com-Cardio. Gehst du mit deinem Mate einfach Teamspeak, Discord und ihr redet einfach mal rauf und runter. Dann jeden Tag 13 Minuten HIIT, Fingerflex-Training. Ja? Einfach QWER, ganz schnell, wie die Tonleiter muss das gehen. Hin und hoch und runter, alles Querformat. Ja. Dann Bauchbeine-Po-Dance-Workout. Ne? Zusätzlich mit so einem Dance-Pad macht er hier einfach unter den Tisch einfach ein bisschen. Das senkt, glaube ich, auch Risiko für Thrombose. Dann Regel Nummer 2. Ernährungsumstellung, ganz, ganz wichtig. Erdbeerkäse hast du schon, ja, ich weiß, aber hör mir erstmal zu. Erdbeerkäse, steht Erdbeer drauf, aber vielleicht mal eine richtige Erdbeere. Vielleicht mal vom Busch was pflücken oder vom Baum oder einmal was, was in der Erde ist. Das hat Brücke gar nicht gerne. Sowas. Und dann Regel Nummer 3, ganz wichtig, aufräumen. Ne? Clear Mindset ist Clear Gaming Room und sowas. Einfach mal vielleicht putzen, wischen, Staub, wegmachen. Ich habe schon mal geholfen. Ne? Ich will ja auch ein guter Mate sein in der Zeit, wo wir hier diesen Gaming-Tausch machen. Ich habe oben ein bisschen Staub gewischt und ein bisschen was entrümpelt. Hier lag so ein Tiger, irgendwie, der hat schon gestunken. Was lag hier rum? Hier lag so, wo du jetzt sitzt, gerade so ein Tiger. Nicht der Tiger, nein. Da war doch extra drauf, dass du nicht anfassen darfst, Bro. Weggeschmissen, hab ich schon mal weggeräumt. Was hast du getan?
mit dem Tiger? Weg, der hat gestunken. Oh mein Gott! Nee, komm, Abbruch! Schluss! Schluss! Sonst hau ich ihm an die Schnauze! Ich glaub es nicht! Ich vergesse mich komplett! Brücki kann sowas so gut einfach. Hier lag so auch jetzt gerade so ein Tier. Hab ich weggeschmissen, hab ich schon mal weggeräumt. Was hast du getan? Mit dem Tiger? Weg, der hat gestunken. Oh mein Gott! Nee, komm, Abbruch! Schluss! Schluss! Sonst hau ich ihm an die Schnauze! Ich glaub es nicht! Ich vergesse mich komplett! Und wer ist das, Chat? Wer ist das? Ist das der Typ mit dem Parfüm? Dieser Strong Dude? Power! Ist es der? Oder wer ist das? Das ist Henno? Das ist doch nicht Henno. Wo ist das Henno? Das ist doch nicht Henno. Das ist wirklich Henno? Das ist doch nicht Henno. Das ist wirklich Henno? Kann ich noch eine? Das ist doch nicht Henno. Ist das Henno? Schraub, Brille und Friese. Aber ich sehe keinen Schnauzbart. Henno hat das so seit Ewigkeit diesen Schnauzbart. Angelehnt an Andreas. Doch. Aber wo, der Bart ist weg. Das ist nicht in Ordnung. Das ist anders als sonst. Bisschen aus wie PUI. Okay, okay, okay. Sparkasse, Henno, gefotoshoppt. Fair, 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 fair. Ich habe nur den Tiger weggeschmissen. Ja. Nicht jeder kommt immer gut mit Henno. Das sieht doch ganz anders aus, by the way. Das ist doch nicht Henno gewesen. Oh, klar. Dabei sagte einst Einstein, die reinste Form des Wahnsinns ist es, immer das Gleiche zu picken und zu hoffen, dass sich die Meta... Bist du dumm? Bist du dumm, Tech-Vibe? Geht direkt 10 Minuten Bonk. Nein, nein, Aces, ich wollte ihn... Nein, nicht die Nachricht löschen. Ich will bonken, ich habe Spaß dran. 10 Minuten, Arschloch. Wichser, weg mit ihm. Ah, komm in 10 Minuten wieder, mein Freund, dann kannst du mit mir reden. Bonk. Verhindert. Das ist natürlich Quatsch. Wer Besserung möchte, muss selber etwas verhindern. Zieht ihr gleich Gandhi oder was kommt? So, Herr Westphal, wir bekommen das hier alle, denke ich mal, mit. Für Sie ist das eine schwere Zeit. Aber nun mal einmal Hand aufs Herz. Machen Sie mal, Hand aufs Herz. Ja. Sie vermissen doch den Brückmann. Nee. Nee, das ist... Es läuft hier nicht optimal. Es ist nicht schön hier, so, ne? Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber den Brückmann, das ist ein Dummdödel. Nö. Der Herr Brückmann hatte sich tatsächlich extra die Mühe gemacht, eine Videobotschaft für Sie aufzunehmen mit einem Grußwort. Oh, wow. Aber wenn Sie das nicht sehen wollen, dann... Das ist auch so Hightech, ne? Mit der Kassette? Imagine. Also, das... Nee, will grüße ich dich, mein objektiver Best-Kopf. Also, drei Danke für all den Spaß mit NNO und E-Sports. Man könnte ja vielleicht mal kurz rinkicken. Liebe Leon, ja. Was drauf ist. Ja. Wir spulen mal rein, ja? Vielleicht mal kurz durchskippen. Das könnte man ja... Ich leg's in den Rekorder. Okay. Ja, das, ja, ja. So. Dann schauen wir mal. So. Hallo, Kevin. Ich habe jetzt das vorbereitet. Weil dieser Philo... Boah. Ich habe viel nachgedacht in letzter Zeit. Und ich muss zugeben, ich war nicht immer ganz so nett zu dir. Dann dachte ich, als Wiedergutmachung schreibe ich dir ein Gedicht. Ich finde Henno so geil, by the way. Also, diese Figuren, die er spielt, allein das Blinzeln gerade von Sparkassen-Henno ist so fucking creepy, dass es mir ein bisschen Angst macht, wenn ich heute für Freddy einspringen muss für den Cast, habe ich, also das ist so geil. Aber auch halt creepy, ne? Dann dachte ich, als Wiedergutmachung, was ist das? Schreibe ich dir ein Gedicht. Das lese ich dir jetzt auch vor. Du, Q, ohne dich ist wie Pommes ohne Ketchup. Wir beide zusammen sind das perfekte Matchup. Du bist für mich der eine unter ganz, ganz, ganz vielen. Kevin, bitte komm zurück. Von mir aus darfst du sogar
Yumi spielen. Oh mein Gott! Oh, bitte komm zurück! Die Videobotschaft traf genau ins Herz. Herr Westphal, es war wunderschön. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Zu Herrn Brückmann. Ja, wollen wir es packen? Ja. Kein Trainingsplan, keine High-Performer-Diät und auch kein Winner-Mindset können Kevin das geben, was ihm wirklich fehlt. Brücki. Liebe. Oh, Liebe von Brücki. Nichts will ich von dir hören. Ganz gesagt. Du Tiger, Mörder. Du redest erst wieder, wenn ich weiß, wo der Tiger ist. Du hättest mit dem Tiger auch einen Frauentausch schwimmen oder nur wegen der ersten Folge? Oder ist auch ein Frauentausch-Ding? So wie die anderen Memes. Der arme Fido. Na komm. Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. 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 Eine emotionale Achterbahnfahrt voller Höhen und noch viel, viel mehr Tiefen findet endlich ihr versöhnliches Ende. Sparkassen-Henno hat Kevin und Bröki wieder vereint. Zur Feier des Tages werfen sich die beiden direkt in die Queue. Oh, ja, was soll ich sagen? Oder? Alles hat ein Ende, nur die Lane hat zwei. Mich freut's, dass die beiden wieder zusammengefunden haben. Nun steht der Goldpromo nichts mehr im Wege. Berater Henno, wir danken dir. Danken dir. Und wieder einmal war Sparkassen-Henno erfolgreich. Es ist wieder zusammen, was zusammen gehört. Und wenn sie nicht geintet haben, dann queuen sie noch heute. GG. Danke, Henno. Danke dir. Ne? Junge, das Video war ja so fucking geile Werbung. Das ganze Format ist einfach geil. Also wirklich insane. Das ist komplett cracked, das Video. Mal wieder. Das ist ja so geil. There you go. Hier ist der Link, Chat, auch mal reinliken. Ich muss mal die Ansprache am Ende hören. Also das ist einfach zu beautiful. Brugis Gedicht, ich muss nochmal hören. Die Video. Kevin, für dich dachte ich, als Wiedergutmachung schreibe ich dir ein Gedicht. Das lese ich dir jetzt auch vor. Du, Q, ohne dich ist wie Pommes ohne Ketchup. Wir beide zusammen sind das perfekte Matchup. Du bist für mich der eine unter ganz, ganz, ganz vielen. Kevin, bitte komm zurück. Von mir aus darfst du sogar Yumi spielen. Oh, bitte komm zurück. Oh nein. Die Videobotschaft traf genau ins Herz. Herr Westphal, ist es nicht Zeit, nach Hause zu gehen? Zu Herrn Brückmann. Ja, wollen wir jetzt packen? Ja. Kein Trainingsplan, keine High-Performer-Diät und auch kein Winner-Mindset können Kevin das geben, was ihm wirklich fehlt. Liebe. Liebe, Harry. Liebe. Nichts will ich von dir hören! Ich hab gar nichts gesagt. Du Tiger, Mörder! Du redest erst wieder, wenn ich weiß, wo der Tiger ist. Ach so, hat in-game geklopft. Ach so. Komm. Voll erschreckt. Da. Oh mein Gott. Ja. Ja. Eine emotionale Achterbahn. Die beiden haben das so gut geschauspielert, by the way. Fettes Kompliment an Kevin Brücki, Kevin Fido und natürlich auch an Henno. Meine Fresse, was ein Banger-Video. Das ist mal High-Quality, guter Shit. Größeres Crossover als Endgame, euer Ride in die Montage und Cuts, alles einfach göttlich. Na, die Vorbereitung ist göttlich. Junge, dieses fucking Klopapier am Anfang, wo einfach Yumi drauf ist. Und Yasuo und Yone. Das war auch, dein Data habe ich schon, Bruder, wie hast du das überhaupt bekommen? Dann der eine Shot
mit Kevin und Fido, wo er das, den Fuß isst. Das war ein bisschen weird, aber irgendwie auch lustig. Wann war das? Wir müssen nicht mal alles Frame für Frame durchgehen, aber das Video einfach fucking Banger. Big Fan indeed. Ich glaube, jetzt 13-1 Pickup, Take 3. Egal, ob hoffnungslose Fälle aus der Elo-Hölle oder gar ganze Vereine. Und diese Zunge auch, das ist so Barty Crouch Junior, ne? Mach ich easy. Fass mich nicht mehr an. Was sind so typische League-Begriffe so? Also als ich gehört habe, dass der Yumi spielt, ey, das hat es mir aus den Ohren gepfiffen. Oh, nochmal. Der war Quatsch. Und laufst du jetzt damit vorbei? Das ist recht. Weißt du? 10-Step Pre-Game Preparation, was machst du hier? Komm hoch. Ja, bitte respektieren Sie den Gastgeber. Machen wir nochmal. Wie man sieht, es ist Obst im Haus. Voll die geile Aufnahme, wenn ich lachen würde. Das ist echt geil. Wie man sieht, es ist Obst im Haus. Mensch. Oh, also. Bruder. Oh mein Gott. Bro. Oh mein Gott. Fuck. Das ist mein Arm. Hunger, Hunger. Sorry. Ist doch da, was willst du schon wieder? Ist doch alles hier. Wo ist denn dein Problem? Wo ist denn dein Problem? Was ist das? Was ist das für dich? Alter. Mann. Immer was Gesundes auch mal, glaube ich. Können wir wieder aufhören? So krass. Das bleibt dann immer konstant auf dem Mauspad. Nein, Digga, er ist zu tief drin, er ist zu tief drin. Digga, das ist so krass. Welche dumme Sau wurde da gerade Mann, Alter, diese Scheiß-Nu! Kann doch nicht sein, Mann! Was ist diese Scheiß-Yomi? Mann, Alter, ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße! Immer diese dummen Scheiße. Bruder, Reed, das ist dein Vater. Kann doch nicht wahr sein, Mann! Machen die! Scheiße! Können wir bitte nochmal ansetzen? Ich hab sowas noch nie von Tristan gehört. Es ist ganz schwer. Es ist für mich ganz schwer. Es ist schwer. Trau dich, lass doch einmal was da ist! Yomi! Yomi! Du kannst doch mal irgendwie was sagen oder was? Ja, deine Idee will ich immer hören! Mann! Und was hat er gesagt? Scheiße. Was will er nicht hören? Was sagt er da? Ich kann deine Team nicht länger hören. Ich muss ein Headset aufsetzen, damit ich es verstehe. Mann! Kannst du mal irgendwie was sagen lassen? Oder was? Du deine Ideen nicht mehr hören! Mann! Deine Ideen nicht mehr hören? Ja, okay. Ich habe erst das mit Dick verstanden. Achtung und. Vorbereitet? Ja, weil du musst hier essen. Kleine Fotze. Schoßen, Digga. Das muss auch sehr weird sein, dass wir haben wirklich singen, schon viele Sachen gemacht, aber das ist kein. Ja, leck mich doch am Zuckerli. Ich wollte Zero. Zero! Diese Henno-Lacher einfach. Oder was? Oh, Kevin, ey, Kevin, ich wusste, dass Alex so lachen, Digga. Ich wusste. Ist das scheiße? Banger-Video. Banger-Outtakes, aber das Main-Video, obviously, der gute Shit. Holy moly, Mann. Heute so viel geilen Shit gesehen, so viele geile Reactions, so viel geilen Stuff. China, Korea.